Wie gesagt, so wie die Mannschaft aufgetreten ist, war positiv. Und ja, das müssen wir da einfach jetzt fürs nächste Auswärtsspiel mitnehmen oder jetzt für das Pokalspiel schon. Und einfach ja, konsequenter die Chancen nutzen. Und dann werden wir auch so Spiele gewinnen. Ja, gut, Alex, Otto trainiert schon mit. Ja, und gut, wird noch 2, 3 Wochen brauchen, bis er einen Fitnessstand hat. Aber er trainiert schmerzfrei mit, ist positiv. Andi Hubert hat auch mit leichtem Training angefangen. Ich hoffe, wenn das so weitergeht, dass er nächste Woche wieder mit einsteigen kann. Beim Giuseppe ist die Reha auch positiv. Ich hoffe, dass er in 2 Wochen zur Mannschaft stoßen kann. Und dann haben wir noch Lukas. Lukas, ja, es sieht jetzt momentan schwierig zu sagen, wie lange das dauert. Er hat nach wie vor Probleme. Und wie gesagt, das kann man noch nicht sagen, wie lange das dauern wird bei ihm. Aber sonst, Kai ist wieder soweit einsatzfähig. Ja, und ja, der Rest der Truppe auch. Ich werde jetzt nicht groß auf den Gegner Rücksicht nehmen. Ich meine, dass die natürlich von der körperlichen Präsenz sehr stark sind. Sieht man alleine an den Leuten, was sie dabei haben. Also Standards natürlich gefährlich. Aber wir müssen unser Spiel zeigen, gerade zu Hause. Wie gesagt, ist ja eine einmalige Gelegenheit, seit langem wieder in der DFB-Pokal-Hauptrunde. Ich weiß, die Spieler, ja, die brennen, die wollen alles zeigen und wir werden einen Fight liefern. Ja, man weiß, in einem Spiel kann man viel erreichen, es ist viel möglich und das werden wir versuchen. Und da werden wir uns nicht groß nach dem Gegner richten, sondern versuchen, unser Spiel zu machen und das Spiel zu gewinnen.